Hallo Sportsfreunde! Diesmal steht auf meinem Zettel, dass ich anfangen darf, und es geht gegen den Hamburger Sportverein, nachdem wir im letzten Part, wer war das gleich? US Palermo! Oh, genau, die haben wir geschlagen, den schwersten Gegner eigentlich in unserer Euroleague-Gruppe. Jetzt kommt wieder der Alltag, der HSV steht an, 6 Punkte sind es auf Platz 1, wir wollen gewinnen. Und guck mal, Rudi Assauer ist der Trainer. Rudi Assauer! Ist ja unglaublich! Ja, das ist ein Zeichen, dass Petritsch den Dortmundern wieder die Bude vollballern wird. Genau, dass Assauer Trainer ist, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, es geht los, alle bereit! Wie sind das jetzt eigentlich immer so langsam? Verstehe ich auch nicht. Weißt du, was ich bei der EM so cool finde? Was denn? Dass sie immer runterzählen vom Abwehr. Jo, das ist wirklich mega geil, ja. Althoff setzt sich durch, Althoff noch am Ball, aber der schmeißt sich immer wieder in den Ball. Also Althoff schmeißt sich seine Zeit leistig. Nee, das war echt cool. Ten. Ja. Nein, oder gestern beim Polska-Spiel, ja. Schön auf Polskisch. Ja, auf Polskisch. Vukutovic Petritsch! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Laden Petritsch. Ich hasse diesen Wichser, ey. Das ist unglaublich. Die hätten wir es echt kaufen müssen. Kennst du das, wenn man Leute einfach irgendwie so ohne Grund unsympathisch findet? Warum ohne Grund? Der hat uns jetzt schon 200 Dicker gemacht. Ja, aber ich habe ihn schon dafür unsympathisch gefunden. Du nicht? Ja, Petritsch! Ja, tolle Antwort. Ja. Zeus kann jetzt klären. Befreiungsschlag, wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie nach vorne kommen können. Was mich wundert, dass der HSV hier zu Hause führt. Wenn man mal auf die letzte Real-Life-Bundesliga-Saison sieht, dann haben sie, glaube ich, 2 Heimspiele gewonnen. Ja, aber es ist ja noch Zeit. Unsere Mannschaft. Gekanteure? Nein, wir verpflichten ihn nicht. Nur mal so, ne? Nur mal nebenbei jetzt erwähnt, wir verpflichten ihn nicht. Ihr könnt ihn gerne noch 200.000 Mal vorschlagen. Ja, weißt du, die haben es jetzt gesehen, bei Zidane hat es auch geklappt, also versuchen sie es bei Türe auch. Die kommen einfach so mit. Althoff! Ja. Althoff so, boah, weißt du was? Ich schieß jetzt deine Eier-Keeper. Und er so, oh mein Gott! Luca! Pförtner, verstehst du? Pförtner heißt das. Ja, Pförtner heißt das. So, Foul hier aus aussichtsreicher Position. Vielleicht kann ja Kois, nicht Zeus, das zum Kopfball wiederkommen. Achso. Ludwig so, Ball, komm auf meinen Kopf. Ich bewege mich keinen Millimeter. Hat natürlich auch in diesem arischen Ton gesagt. Ja. Bier hat das Dingen sicher in seinen Klauen. Jetzt aber Töre. Passt auf. Schlechtes Zuspiel. Aus. Ja, verdammt schlechtes Zuspiel. Ja, und der möchte von uns verflügt werden. Ja, ich glaube, wir haben es verstanden. Guck mich nicht immer so vorwurfsvoll an. Okay. Schon besser. Ja, wenn ich ihn angrinse, findet er das gut. Ja. Du grinst immer. Petritsch. War diesmal jetzt die Kontermöglichkeit? Die Kontermöglichkeit. Ja, es hätte die Kontermöglichkeit sein können, deswegen. Ne? Ludwig geht nicht vorbei. Was ist los mit dem Team? Team, was ist los mit dir, Petritsch? Petritsch. Oh Gott. Türe will jetzt einen Eckball schießen. Der beeilt sich total. Die Mannschaft muss unbedingt noch ein zweites Tor machen, sonst, tot, ne? Glück gehabt in der Szene. Besen. Bist auch ein Besen, sagst du? Na klar. Schlechtes Zuspiel, ey. Bumsi! Ich will bumsen. Einfach richtig bumsen. So. Die Mannschaft klärt aber nach vorne, geht absolut nada. Ludwig, wieder so ein schlechtes Zuspiel. Ich sein Mate Petritsch, ich habe ein Tor gemacht mit Bruce. Das war Türe. Echt? Ich sein Türe, ich werde immer vorgeschlagen, um vom Bank in Dortmund verpflichtet zu werden. Ludwig, schön jetzt mal, der Pass auf Ludwig. Zu früh. Was ist das? Wir haben dieses Hin- und Her-Gespiel, check ich nicht. Pannewitz. Wo hatten wir bitte den Schuss aufs Tor? Ich nichts wissen. Ach so, der, wo er die Eier da weggeschossen hat. Ach ja. Ja, minimal deutlich, würde ich sagen. Ne? Oh, minimal deutlich, würde ich sagen. Kommt die Kapuze auf und macht den Kopf zu. Den Kopf zu? Aber ich kann den Reißverschluss echt so hochziehen, dass man mich da nicht mehr sieht. Ja, ne? Leider ist das Ding Nummer zu klein. Das Ding Nummer zu klein. Schon wieder der schöne Pass auf Bums, der nie ankommt. Gut, so kann er natürlich auch nicht glänzen, wenn er die Pässe so kriegt, dass die immer im Auslanden.
Ja, wieso würde er nicht glänzen? Mit Ball schaut es auch nicht besser aus. Lass doch halt Bumsi. Will bumsen, bumsen, bumsen. So, Althoff geht da nicht vorbei. Wir müssen was tun. Komm, das hilft alles nichts. Na, willst du tun? Wir haben ja nichts. Das hilft alles nichts. Klos ist nicht da, man merkt. Laden Petritsch bei dem 2:0. Ja, ich will Folgendes tun. Warte, erstens. Zweitens. Bring mal einen Pierre de Witt. Für den. Der Enzo hat nur eine 4,0. Wobei, warte, ich guck mal, ob Enzo vorne spielen kann, weil Olto wirklich der katastrophal ist. Enzo? Jetzt muss ich das so wieder machen, oder was? Ja, kann er definitiv vorne spielen. Dann aber eher für Olto, ne? Den Pummelchen. Ich hätte eher den Ludewig raus. Ja, hab ich jetzt auch. Weg damit! Mal gucken, ob es jetzt besser laufen wird. Ich bezweifle es. Der Witz. Ja, schöner Pass, ne, auf den Gegner. Hat er gut gemacht, oder? Auf jeden Fall. So, das ist Vucevic oder wie auch immer der heißt. Ja, geht's das Ding in sicher? Das ist einfach, wir kommen mal. Wir machen kriegen gar keine Chance. Also das ist jetzt vielleicht. Adriano, wisst ihr, das ist die Chance. Nee. Servet Chetin. Aber immer diese gleichen. Der Ball landet da hinten immer im Aus. Mhm. Und dann kommt sie nach vorne. Guck mal, Chetin wirklich mit mir Chetin. Wow, Witz! Alert. Ja. Boomstar jetzt auf Ludewig. Aber vielleicht rächt sich das ja für den HSV, dass sie die Chance nicht nutzen. Oh, ja. Aber Amos Pfeil hat den Ball jetzt gehalten. Kannst du dich noch an ihn erinnern? Oh, der Pass kommt an! Das gibt's ja gar nicht! Aber der zweite darf nicht. Adrian! Er kann dem Schuss das keine Wucht geben, weil das keine Muskelmasse in seinem Bein ist, sondern eher Fett. So, Freistoß jetzt. Macht's doch mal, Team. Erstmal kommt Lansbury. Lansbury! Der hat die Haare vom Bunga Bunga. In die Mauer. Nein! Oh Mann! Eieieiei, was war da denn los? Das hätte sein müssen fast schon. De Witt geht nicht vorbei. Adriano fängt mal den Ball gut ab. Ja gut, der ist so fett, ey, da musste den Ball ja kriegen. Petrit wird von Zambrano aufgehalten. De Witt, ja, hatte keine Möglichkeit da vorne großartig. Miau. Jetzt vielleicht. Es gibt nochmal den Freistoß. Aber eben auch nicht so nah am Tor, ne? Ja, nee, an der Mittellinie wird das ungefähr ausgeführt. Mhm. Kennt wer? Aulbach, kommen in die Bach. Getreten von Panewitz. Ja, Keeper gut mitgespielt. Mhm. Jetzt vielleicht. Ja, nein! Zambrano ist mit vorne geblieben und er macht das nicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist Let's Schieß am Tor vorbei. Wie? Wie? Nicht so oft, sonst geht er wieder auf die Tribuni. Da soll er doch. Nein. Du Witz. Wie bringt nur was, wenn du im Ballbesitz bist, ne? Ja. Ja, weil du gerade auch gedrückt hast, als wenn ich im Ballbesitz war. Hat trotzdem was gebracht, weil der Pfeil trotzdem mit dem Kopf erschienen ist. Miau, miau, miau. Ah, Ecke für den HSV. Petritsch muss sich beeilen, hier will nicht Zeit schinden, er will nicht auf Zeit spielen. Also, oh, schnell, schnell, schnell. Ja. Denn er wusste, dass dies geschieht. Genau. Ja. Da haben wir mit ihm gechattet und da ging er rein. Ja gut, da stand natürlich auch keiner. Er haut ab da vorne, wer auch immer das war. Also, oh Gott! Nächste Niederlage in der Bundesliga und wieder wird sich an der Tabelle was tun. Nichts Gutes auf jeden Fall. Na, dann gewinnen wir schon 5-2 gegen die Hannoveraner und dann verlieren wir mal wieder gegen Hamburg. 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 Rund um Mladen Petritsch. Das war's. Oliver Kahn hat das gewusst, dass sie die Bude vollgeschossen bekommen. Das Zeichen, ja, Bude haben wir vollgeschossen bekommen. 2:0. Wenn das Zeichen vor dem Spiel, dass Assauer Trainer ist, das hat mir gesagt, sie werden verhissen. Ja. Er hatte recht. Der Olli. Das Olli-Rakel. Oh nö. Fehlstart für Eintracht Frankfurt. Interessiert uns nicht. Na, ist sehr von Anfang zu Ende gegangen. Was heißt denn das? Ja, die haben die ersten 5 Spiele verloren. Es geht immer nur auf die um die Aufsteiger. Verstehst du? Aha! Und jetzt im 6. haben sie die Serie beendet. Schön kannst du klicken. Wo sind wir denn? 13. Ne? Und der BVB erklärt wieder die Tabellenspitze. Aha. Der Trend ist nicht gut.
Ja, aber Gengar hat uns gesirkt. Ja. Luistas, gucken wir mal auf die Stimmen. Nee. Okay, wir haben verloren, aber dem können gute Dinge folgen. Positiv wie viel negativ. Gute Dinge sind auch negativ, das wissen wir. Ja, jetzt. Definitiv, oder? Ja. Bam, 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 bam. Irgendwie ist der BVB ja unaufhaltbar. Apropos. Jetzt müssen wir, glaube ich, gegen die ran, wa? Mm, ja. Und dann gegen die Herzen. Die Herzen aus Mittelusion. Jugendtrainer schmeißt Spieler raus. Nein. Sonnezug, hallo. Hallo. Bam 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 bam. Ist das nicht so schön, das Video, aber? Nein! Ah. Ich habe jetzt Kevin getötet, mal so, by the way. Ja. Patrick hat jetzt die Maus übernommen und er ist Bauchredner und imitiert meine Stimme gerade. Ja, kann ich gut, ne? Ja, machst echt gut. Ja. Dankeschön, bitte Patrick. Bitteschön, Patrick. Hallo, da wir auch vernünftig mit den sprechen. Nein, du musst zusammen scheißen. Oh, Leo, du bist ja auch noch im Team. Ach, hallo. Borus. Boah, dieser Mundgeruch, ja, ey. Du, Alltag nach der Königsklasse. Interessiert uns nicht, verdammt. Klick die Scheiße hier weg. Aber mich hat das interessiert. Das interessiert mich. Doch. Das sehen die aber nicht, wenn du da drauf haust, ne? Aber du siehst das. Das reicht ja. Nee, ich guck weg. Ach so. Hast du gut weggeguckt. Was machst du da? Nee, hast du dich jetzt nicht gemacht. Nee? Nee. Das tut mir dann leid. Close, wir brauchen Close. Lass mal den Enzo weiter spielen. Warum haben wir denn den Krebs? Man macht die Kohle. Passt auf! Heute 4. 21er. Dr. Theo 21er. Och nö. Ist Enzo die dann als Spielmacher eingestellt? Yes! Ja. Ich glaube, wir können cutten. Nein. Und dann sagen. Dani Klos sein will. Adios. Wir sehen uns im nächsten Part. Wenn's da geht. Gegen die Dortmund. Gegen die Dortmund. Tschüss.